Moin Moin, hier ist wieder der etwas andere Modelleisenbahn-Unterhaltungskanal mit einem Spezialvideo unter dem Motto geht nicht, gibt's nicht. Ich habe hier einen Zug auf die Anlage gestellt, bestehend aus Speisewagen und Versorgungswagen. Ja, worum geht es hier? Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht die Fernsehunterhaltungsserie Küchenschlacht. Also ich kenne die Serie nicht, ich habe nur gelesen, dass es sowas gibt, wo Hobbyköche versuchen, da ein Gericht nachzukochen. Ja, und das Ganze hier auf der Anlage geht natürlich mit Speisewagen. Ich habe 3 Speisewagen hier angekuppelt und ein Weinfasswagen und ein Bierkühlwagen. So, was habe ich denn da vorgesetzt? Ja, ich habe hier noch eine Lokomotive auf der Anlage stehen gehabt und die habe ich dann mal ja, so davor gehangen. So, jetzt lasse ich ihn mal langsam hier vorbeirollen. Also es sieht zwar merkwürdig aus, aber es ist ja alles nur Spaß. So, jetzt bin ich mal gespannt, was mir da eingefallen ist, was für eine Zuglok ich da vorsetzen soll. Ja, hier haben wir das gute Stück. Es ist die Baureihe 184 geworden. Und die stand ja zufällig so rum, also angehakt und fertig. So, jetzt lassen wir mal die Prachtstücke hier vorbei rollen. So, es sind 2 Speisewagen von der Firma Minitrix und ein Speisewagen von der Firma Arnold. Kleiner Weinfasswagen und zum Schluss der Bierkühlwagen. So, das ist dieses kleine Extra hier auf meiner Anlage. So, die Küchenmannschaften sollen jetzt zaubern, was sie da zusammengestellt bekommen. Hoffentlich schmeckt der Fraß nachher auch. Der Zug muss hier einen Weitweg noch mal kurz rein. Und ja, die Köchinnen müssen noch ein bisschen für das Gemüse einkaufen auf dem Markt. Und noch ein bisschen Lachs. So. Fertig. Alles eingekauft. Gut, einsteigen und ab die Post. Damit ist das Video auch zu Ende. Ja, und zum Schluss die gute Frage, hat es denn geschmeckt? Ich hoffe ja. So, tschüss, bis bald, auf Wiedersehen.